Willkommen und zurück zu einer neuen Folge Empyrean, dem Galactic Survival. Betonung auf Survival. Survival. Nee, und zwar, ich hab's geschafft, mein Backpack zu finden. Und dabei bin ich noch über zwei weitere gestolpert. Oder zumindest ein weiteren. Ich kann's jetzt nicht mehr erlangen, denn nachher so viele, ich bin so dermaßen viel gestorben da. Weil danach auf das CV kam. Jetzt habe ich zumindest 10 Bergbaukerne, 3 normale Kerne. EDC. Wir können ja mal kurz kicken hier mit 15 Tode. Führe ich die Spitze an. Das ist ja immerhin schon mal was, das Ganze. Ja, ich will mal hoffen, dass es sich bessert eben. In der Zwischenzeit, wo es jetzt denn doch mal dunkel war, habe ich hier das kurz zu Ende gebaut. Ich denke mal, für den Anfang sollte das erstmal reichen, der kleine Raum hier. Hab mir auch hier ein Sturmgewehr gebaut schon. Hab dann schon mal ein bisschen Silizium mit gefarmt hier vor der Haustüre. In der Zwischenzeit war auch schon mal das CV wieder hier gewesen, hat sich dann aber in Richtung Westen verpisst. Meine größtes Anliegen jetzt ist, da Kupfererz herzukriegen. Ich habe keinen Bock jetzt wieder hier hoch zu latschen zu wollen, um dann zu merken, nee, geht nicht. Also werden wir da erstmal das probieren und wir werden uns hier erstmal zumindest noch so weit, hoffentlich kriege ich jetzt keine, nee, kriege ich nicht. So, dann nehmen wir noch hier raus noch ein bisschen Sauerstoff, machen wir auch voll, davon haben wir genügend da. Das können wir hier mit wegschnabulieren, das Ganze. Ja, ich will mal hoffen, dass ich jetzt hier in Richtung Kupfer einigermaßen heil komme. Eisen ist jetzt oder so bei mir Mangelware, das Ganze. Also muss ich mal schauen, dass ich wirklich hier schön vorsichtig dahin komme. Entweder habe ich auch schon überlegt, ob ich übers Wasser gehe, aber das dauert eigentlich viel zu lange. Ich muss mir unbedingt noch einen Stuhl in der Base machen, dass ich zumindest da erstmal schnell hinkomme dann irgendwo. Weil das ist alles, ich habe auch schon überlegt, mir den Motor zu bauen. Das ist aber alles mir doch relativ hügelig hier. Es gibt so oder so denn, ja, das heißt Probleme, aber zumindest es fährt sich nicht so schön, sagen wir es mal so. Dann wollen wir hoffen zumindest, dass wir hier vernünftig hinkommen. Gucken wir mal. Gift bist schon wieder hier. Du hast ein Gift bist, ja? Bin gleich tot. Hey, wieso geht der Gift bis dadurch nicht weg? Och, Menno, ey. Ich hab gedacht, durch das kleine Medikit geht das Gift bis höchstens weg. Was ist denn das für ein Müll hier jetzt? Hey, ich war doch der Meinung gewesen, dass das kleine Medipack den Gift bis zumindest heilt. Oder ist das bloß Lebensmittelvergiftung und... Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Verstehe ich jetzt absolut nicht, ey. Ja gut, kann ich also oder so gleich mal in die Base gucken, denn... Was ja... geht zum Lara-Check. Dann gehe ich mal hier drüber. Hoffentlich treffe ich ja nicht noch eine Spinne. Muss man sich so oder so immer... Und gleich der 16. Tod, ey. Hallo. Na, zumindest bin ich ja an einer Base, denn... Das gibt's ja gar nicht. Und... Na? Tschüss. Gibt's echt nicht, ey.
Ich war doch der Meinung gewesen, dass dieses kleine Mini-Pack eben auch ein Gift beseilt. Bin ich jetzt so daneben? Check. Oh oh. Wie kann ich denn so daneben liegen? Ja, ja. Wo ist meine Kleine? Jetzt müssen wir doch mal hier wirklich mal hingucken hier. Tatsache. Was ist das für ein Scheiß? Da habe ich auch nicht was ein Gift beseilt oder was? Oh. Hier muss es doch aber auch eine Pflanze geben. Die das ab kann, sag ich mal, oder die da, naja, was heißt ab kann? Nee, das brauche ich jetzt beim Giftbiss nicht zu nehmen. Das wäre Verschwendung vom Herrn denn nachher. Aber vielleicht da was anderes. Also wenn irgendwo was anderes kommt denn. Oder sind das die normalen Dings? Bandagen, offene Wunde, ne. Lebensmittelvergiftung. Da. Achso. Ja, mal noch ein bisschen was zu essen machen. Boah, eigentlich nichts. Das hilft gegen Lebensmittelvergiftung. Alter. Da brauche ich auch wirklich. Was macht das an Gesundheit? Gesundheitswert 0. Toll. Echt toll, das Ganze. Oder macht das hier? Nee, das bloß ja. So ein Müll, sage ich dazu nur. Also was doch lieber interessanter, hier kurze Zeit durchs Wasser zu schwimmen. Das dauert zwar dann auch seine Zeit, ist aber nicht so gefährlich. Denn wenn man denn doch da auf ein, zwei Spinnchen trifft. So, und dann kann man hier zumindest nochmal den Jetpack noch vernünftig benutzen. Oh, das sieht fast schneller, oder? Mal kurz aufwarten wieder hier. Tim, 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 tim. Und dann gucken wir mal hier oben nach. Ob da das Capital Vessel mitkommt. Oder das Petrol-Schiff. Könnte man fast meinen, weil ich bin ja jetzt doch schon relativ weit weg hier. Dass das doch relativ gut geht. Weil da muss ich ja schon fast in Richtung 100 Kupfer, muss ich ja mindestens hier mit hier mit oder mitnehmen. Mit hier mit mitnehmen lassen. So. Lass uns ein bisschen mal Ausdauer mit regenerieren lassen hier. Und da ein bisschen vielleicht sprinten können. Das Ganze. Aber was, wie kann ich denn hier vernünftig. Da ist nämlich schon wieder die nächste Spinne. Ja. Wie soll er so mal gleich schauen denn, wenn ich hier an Land gehen könnte. Gefunden. So, wie sieht meine Ausdauer aus? 422. Meter. Das Ganze, ich will mal hoffen, dass das blöde CV jetzt hier nicht so gleich um die Ecke schießt. Also können wir zumindest ein bisschen sprinten hier. Wo
100 Meter. Und da oben erwartet mich denn Kuckuck, wir schießen mal auf dich. Ach, ich war schneller. Prometiumlager brauche ich nicht. Kupfer. Da hinten ist eine Spinne. Das hört mich eh im Moment noch wenig. Vor allen Dingen muss man ja so oder so hier größer bauen, sag ich mal. Oder größer abbauen. Denn weil ja und einfach so oder so so viel, wo man hätte nachher nicht mehr rauskommt. Ah ja, ist Kupfer. Ja. Kommst du hier? Nee, du bist kein Kupfer. Du bist aber Kupfer hier. Bei Kupfer R2. Da hinten ist. Ui, das ist ja schön. Ganz schön tief hier, eher. Wollen wir hier gleich hier mal ein bisschen einen Ausstieg bauen? Ach, Menno, hier eher. Wenn die Steine hier nicht immer so komisch rumfallen würden, ey. Habe ich mir eigentlich doch eine Notfallpackung habe ich mir mitgenommen hier. Okay, das geht ja denn. Das sollte ja gehen, denn das ist ja mal vernünftig, ja. Viel zu wenig kommt hier raus, ja. Wegen Neustart. Naja, Meeresalgen. Ja, was gibt es eigentlich ja genügend. Deswegen ja eigentlich ja. Und krass. Außer bei ihm vielleicht nicht. Hm. So, was haben wir jetzt? 61. Mach mal ein paar mehr hier. Ja, wir müssen dann unbedingt Dings aufstellen hier. Was die Bergbaugeräte sind. Ja nicht meinen ganzen Sichtbereich zu, ja. Gibt's doch mal ja nicht. So. 81 muss jetzt erstmal reichen. Was sind das da hinten für eine Station eigentlich?
Oder machen wir noch ein bisschen mehr hier? So kann man es natürlich auch machen. Aber das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Reach Outpost Bitter. Böse oder? Nee, du machst hier nichts an. Achso, nee, da hinten noch. Ach. Ich glaube, es ist auch immer so eine komischen Pflanzen. Ja, hat er eigentlich auch verdampft einfach gehabt. Wenn er nur da gelandet ist und so weiter alles. Ja, wir müssen noch ein bisschen Kupfererz mit sammeln. Wir sind so oder so. Ganz genau, die habe ich nämlich auch schon voll geheult. Ja, das ist ja auch nicht mehr feierlich hier. Achso, Hey, wir müssen noch ein bisschen hier was abbauen. Nützt immer nichts. So, dass man hier ein bisschen besser reinkommt dann nachher und rauskommt. Macht sich ja nicht so schön hier alles. Ui. So, jetzt haben wir vier rausgekommen. Schlecht denn hier um die Ecke, ja, miau. Bist du unzufrieden, Katze? So, dann müssen wir so oder so. Ja, sollte doch jetzt so langsam reichen hier, oder? Ja, noch ein bisschen. Vielleicht können wir ja gleich unser Raumschiff basteln. Hallo? Geht's hier raus? Da geht's hier raus. So. Dann würde ich auch sagen, machen wir wieder denselben Trick zurück. Dass es vor allen Dingen schneller geht. Und dann haben wir eigentlich nur machen wir hier einfach mal einen Jump ins Wasser. Mal so oder so mal sehen hier. 249 Sauerstoff, ein bisschen was zu essen. Silizium, ja, da muss ich hin. Weil ich muss so oder so denn mal in Richtung Eisenerze nochmal schneiden. Weiß ich aber nicht, das werde ich denke ich mal jetzt nicht mehr schaffen. Ich kann aber zumindest schon mal ein, zwei Sachen mit craften und ja. Das muss ich mal schauen, denn alles, wie ich das noch machen werde hier. Weil dann kann ich zumindest schon mal, weil jetzt habe ich Kupfer, Silizium und Eisen und Kobalt ein bisschen. Oder am wenigsten eigentlich Eisen, wo man eigentlich mit am meisten braucht. Aber, ja, ich fliege gleich los, Pizza aus dem Schiff. Ja, man sollte schon auf dem Dings, auf dem Passagiersitz sitzen. Ansonsten ist das Ganze ein bisschen blöde, denn. Pop, ja. Oder kurz aufladen hier. Dann kann ich nämlich eigentlich auch Multitool machen. Mit dem Hintergrund, dann kann ich nämlich mein Ding verschließen, mein Bunker. Und das zumindest ein bisschen sicherer machen, vor allen Dingen gegenüber den lieben, netten Kollegen und Kolleginnen hier. Weil das ja so oder so ein PvP-Server ist.
Passiv einstellen. Ja, hier Schütze ausstellen. Dann wird man nur abgeschossen, aber das war's. Man zerstört dann aber nichts. So. Blub. Das, hier ist aber mal ein steiler Hang. Oh, bup, 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 bup. Immer hoch und runter oder was hier? So. Achso, das sind ja bloß 20er. Aber es ging eigentlich relativ gut. Boah, komm doch mal hier den Berg hoch, ey. Also man muss dann wirklich diesen Boost von Jetpack reinpacken. Ansonsten... ja, werde ich wahrscheinlich dann alles benötigen, die zur Verfügung stehen. Ansonsten kriege ich hier nochmal eine Krise, ey. Kein Jetpack vernünftig, ey. Wie man sonst früher hier gewohnt war. Das kann er nicht an ihn hier, ja. Ui, was hat mich gekillt? Ja, bestimmt losgeflogen und runtergefallen, oder? Weiß ich ja nicht. Weiß ich da nicht alles hier? Wir machen uns erstmal eine schöne Salami. Und dann tun wir noch das ganze Kupferwurscheln hier. Werden noch ein bisschen umbauen. Und dann werden wir mal weiterschauen hier, wie es hier so voranschreitet. Also bis dahin dann erstmal. Ciao.